Okay, ja, da sind jede Menge Gegner. Und ich würde hier einfach mal versuchen zu flüchten, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Wow. Was kommen die denn hier um die Ecke? Eine Rakete. Okay. Da tragen sie ganz schön dick auf hier. Okay, schaue ich mal, ob ich schnell reisen kann. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich hier in Washington nicht so viel schaffen werde. Vielleicht ist es ja besser, wenn ich hier versuche, nach oben weiterzugehen. Oder hier oben mich erstmal umzuschauen. Ja. Okay, Feinde noch in der Nähe. Weil ich weiß auch nicht, ich glaube, ich sollte noch ein bisschen... Ob ich hier auch mal was treffe zur Abwechslung. So. Kampfflinte. Aha. Steppenrüstung und so ein bisschen Kram. Oh, und ich habe ein neues Level. Auch nicht schlecht. Ich würde trotzdem gern... Vielleicht erstmal schnell nach Big Town. Immer. Lassen Sie sich auf jeden Fall hier nichts. Nichts nehmen. So. Vielleicht kann ich das jetzt zur Abwechslung. Warum bekämpfen die sich da unten gegenseitig? Ah, ein Skorpion. Das kann ich nutzen, hier schnell auszuräumen und zu gehen. Na toll. Würde mich immer interessieren, warum ich mit dem Wetz nicht treffe so richtig. Ja. Okay. Das. Und schon wieder bin ich überladen. Das nervt doch einfach extrem rum. Kann ich die mit irgendwas reparieren, dass ich vielleicht ein bisschen gewichtlos werde? Die Lederrüstung kann ich gar nicht anziehen. Die ist zu zerstört. Das kann natürlich ein Grund sein, warum ich hier ständig so auf die Fresse kriege. Okay, nichtsdestotrotz, ich wollte zurück hier nach Big Town. Level 7. Tja, Energiewaffen. Ich weiß halt auch nicht, was man hier mehr findet oder nicht findet. Die Raider auf jeden Fall haben alle... Ich weiß auch nicht. Ich packe hier einfach mal was drauf auf 60 und auch reparieren den Rest. So, okay. Haben wir hier schönes. Hätte ich vorhin gesehen, genau. Revolver Man. Oh, der. Was war das andere?
Blutiger Tod. 5% mehr Schaden. Das werde ich. Der Held von Big Town ist da. Ja, derzeit nicht so ganz ein Held. Dafür kriege ich einfach viel zu viel auf die Fresse. Okay, was ist das hier schöne Gemeinschaftshaus? Vielleicht gibt es hier ein Bett. Eines meiner anspornenden Zitate. Wie ich? Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Ich kann nicht im Bett schlafen. Verkehren Sie nur mit guten Menschen, wenn Ihnen Ihr Ruf wichtig ist. Denn es ist besser, allein zu sein, als in schlechter Gesellschaft zu leben. Warum kann ich nicht in einem fremden Bett schlafen? Hier ist doch nichts. Red's Klinik. Was zum Teufel? Sie sind's. Ja. Ich mach mich aus dem Staub. Hier drüben. Hilfe! Hey! Wir müssen sie festnageln! Wen? Ist doch schon alles tot. So, gibt es hier noch irgendwas? Was ist das? Rathaus. Nee. Sind Sie hier, um mit mir zu sprechen? Na, vielleicht ich schon. Ich glaube, ich baue einen kleinen Schrein für Sie. Alles, was ich brauche, sind ein paar Räucherstäbchen und ein paar Kerzen. Lassen ja. Sie sich bald mal wieder blicken. Dann bau mir mal einen Schrein. Ich würde das sehr begrüßen. Aber warum gibt es hier keinen Händler oder ähnliches? Das ist irgendwie seltsam. Finde ich zumindest. Weil das Rathaus, da gibt es doch auch nichts. Vor allem in Big Town. Ein paar Häuser. Oh, Clubhaus. Ein Clubhaus. Sieht ja auch nicht sehr kluppig aus hier. Was ist denn das für eine hässliche Uhr, bitte? Bitter. Na gut, hier gibt es nicht so viel für mich. Mainfield. Von Mainfield aus vielleicht weitergehen. Ach, warum eigentlich nicht? Probieren wir das einfach mal. So, gespeichert hat er. Ich speichere trotzdem mal schnell hinterher. Und in Mainfield muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil überall die Minen rumliegen. Vielleicht können wir aber hier irgendwo ein paar coole Sachen abgreifen. Was ja eigentlich auch ganz geil wäre, weil, tja, ich brauche Zeug. Komme ich hier durch? Ja. Aber so richtig in Häuser reingehen kann man hier gar nicht. Hier brennt zwar irgendwas vor sich hin. Vorne rein kann. Dietrich, 75. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal skillen irgendwann. War da unten jemand? Da habe ich da jemand gesehen. Okay, war doch niemand. Habe ich mich bloß verschaut, verguckt. Na super. So wie das. TP. Ach, wie schlecht. Hab ich hier noch irgendwas?
sollte man auch nicht so oft machen. Das tut nämlich weh. Ist aber auch fies. Irgendwie sieht man die gar nicht so richtig. Klar, sind ja auch Minen, logischerweise. Wie hier mal so überhaupt nichts ist ringsrum. Fühlt man sich so richtig, weiß ich nicht, verloren. Einfach verloren. Wobei ich natürlich sagen muss, bei den Gebäuden hier, da hätte man selbst für ein 2008er Spiel schon noch ein bisschen mehr machen können. Oh, Kraftwerk entdeckt. Ob ich da reingehen sollte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich würde einfach mal hier, weiß ich nicht, weiter in Richtung Oasis gehen. Wer weiß, was es da Schönes gibt. Ich glaube, zum Kraftwerk kommen wir so oder so nochmal zurück. Das wird auf jeden Fall eine sehr lange Reise. Da vorne ist ja gar nichts. Überhaupt nichts. Aber ich glaube, am Horizont sehe ich was. Sieht doch aus wie eine Stadt oder so. Aber es ist schon ein klein wenig seltsam, wenn man hier so Mutterseelen allein durch diese ewigen weiten Steppen läuft. Oh, was ist das? Danger, very high regulation, radiation levels. Na, wenn die Sachen explodieren, weiß ich doch schon wieder. Ob ich da unten mal schauen sollte, was ist schön.